Willkommen zum zweiten Teil von unserem Umbauvideo von Andi seinem Model Y. Was bisher geschah, zeigen wir euch jetzt kurz. Wir blitzen uns dahin. Christian, hi. Ich hätte ihn gerne auf jeden Fall tiefer. Dann hat er eben auch diese Schubkarrenräder drauf. Ich hätte halt gerne richtige Kartoffeln drauf. Was gar nicht geht, ist, wenn du mir mintfarbene Felgen drauf schraubst. Ist das geil? Wie geil ist denn das? Das ist geil. Das ist geil. Los, wir fahren zu Maike und lassen uns ein Design machen. Den jungen Mann haben wir jetzt eingepackt. Yes. Wir gehen jetzt da rein. Wir besprechen jetzt mit Maike, was auf dein Auto kommt. So ist es. So wie wir es gesagt haben, ordentliches Design. Ordentliches muss Design? Muss sein. Muss sein. Sie hörst mich an wie Date von Krip. Date von Krip. Warte, machen wir noch. Bunker zu. So, wir gucken mal. Die Tür ist geil, better stay sensory. Ja, da kommt auf jeden Fall keiner rein, sorry. Hi. Da ist die gute Frau. Wir gucken mal zusammen an den Tisch da. Mhm. Und dann sprechen wir mal die Designsache durch. Da wechseln wir kurz die Kamera. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass du den Andi mitgebracht hast. Sehr gerne. Ja. Was genau ist denn dein Projekt und was möchtest du gemacht haben? Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig im Bilde, außer weiß ich, dass der bei dir auch getuned wird. Genau, ich habe halt einen weißen Model Y mir geholt, weil ich eigentlich von Anfang an schon wusste, dass definitiv Folie drauf kommt. Okay. Oder zumindest irgendwas, was die Firma so ein bisschen widerspiegelt. Ich habe den Weberstore in Leipzig und den wollte ich mir halt gerne als so ein bisschen Art als Showfahrzeug auch hinstellen. Cool. Deswegen war er auch schon beim Christian, hat halt auch schon richtige Räder drauf, also richtige Räder. hat ordentliches Fahrwerk drunter und sieht halt jetzt, sage ich mal, schon sehr bullig aus. Aber du siehst halt wirklich, dass dieses Weiß enorm viel schluckt. Ja. Du siehst halt wirklich, der sieht halt trotzdem, er ist schon geil, so wie er jetzt da steht, aber dem fehlt halt Farbe. Ja. Ist zu Standard. Ist genau. Sehr Standard. Also, wobei, natürlich, der Umbau ist schon krass. Ne? Also, das ist eigentlich alles andere als Standard, muss man ja sagen. Das stimmt. Aber das ist der erste Schritt. Was du machst, ist ja schon nicht Standard. Genau. Nee. Jetzt fehlt halt noch das i-Tüppelchen, damit es halt wirklich was cool. Wird, was Karo hat, ja. Weißes Auto, Leute. Yay! Ja, das ist Verlierers Liebling, ja. Weißes Auto. Und ich bin im Design, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ja jetzt ein bisschen hier durch Christian zu dir gekommen und habe mir natürlich, logischerweise, wie wir es heute alle machen, schon mal so ein bisschen geguckt, was geht. Und bei dir geht ziemlich viel. Ja, in der Tat. Und da habe ich mir gedacht, so, das bist du eigentlich in sehr, sehr guten Händen. Und deswegen haben wir auch überlegt, ob wir dir das Design nicht sogar so ein bisschen in deine Hände legen. Krass. Wir haben natürlich Schriftzug, Weber, klar, das muss alles schon so ein bisschen konform sein. Ja, das heißt aber, die Logos und alles sind im Vektor quasi vorhanden. Das gibt's alles, genau. Dürfen wir so verwenden. Das könnt ihr dir auch verwenden, genau. Cool. Das haben wir mit Weber besprochen und genau. Ansonsten hast du eigentlich freie Hand. Was ich gern hätte, ist sehr dunkel. Was ja sehr geil wäre halt zum Beispiel, ich gucke ja sicher auf Flash, weiß nicht, ob ihr den kennt, der hier beim Losrennen dann knallt praktisch so in seiner Atmosphäre so diese Blitze durch die Gegend. Okay. Und da habe ich gesagt, das wäre eigentlich auch geil, das in so ein Auto mit reinzubringen, weil dann einfach ein Blitz sagt ja nicht immer nur Elektro aus, sondern da geht es halt um Energie, um Leistung, um Power. Ja, und da kannst du jetzt einen Elektrogrill nehmen oder einen Gasgrill oder keine Ahnung, Holzkohlegrill. Es geht immer um Power. Starkes es geht Produkt, um genau. Ja. Kriegen wir es hin, vielleicht einen Teil zusammenzumachen, dass er das einmal in der Hand hat, dass wir vielleicht rausfinden, was das Thema Folie ist, dass wir beim Folieren vielleicht mal über das Thema Folie sprechen, weil unsere Zuschauer ja letztendlich sehen das Ergebnis, ne? Das ist ein buntes Auto, aber was steckt dahinter? Ja, was ist das für eine Folie? Wie wird das gedruckt? Was ist das für ein Drucker? Warum hält das so lange? Ja, dass wir da vielleicht nachher nochmal drüber sprechen können, das wäre cool. Also ich würde ja fast vorschlagen, ihr macht das beide zusammen, weil er ja schon zu zweit seid, also eine dritte und vierte Hand auch da, das vier linke Hände. Schlecht. Ja. Also, dass wir quasi das einfach zusammen machen, ich euch dann vielleicht einfach die Motorhaube überlasse, weil der Rest ist halt schon sehr komplex und wenn wir es versauen müssen, sonst die ganze Folie nochmal drucken. Ja. Das heißt, im Zweifel kriegt ihr das auf jeden Fall hin und ich kann dann den Rest schon komplett vorbereiten und vielleicht bei der Abholung machen wir dann zusammen die Motorhaube. Wäre eine Idee. Okay. Was man zeigen kann, wie wird es vorbereitet, was muss man machen, wie kommt die Folie auch drauf. Hast du schon mal Folie in der Hand gehabt? Ich habe schon mal Folie in der Hand gehabt, da habe ich mir meinen kleinen Weber-Sticker auf die Scheibe geklebt. Nein, du bist doch direkt das war, gespannt. Nee, wenn wir schon ein Video machen für die Leute, ne, dann soll ja quasi jeder verstehen, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Dass das nicht so einfach ist. Dass das nicht einfach ist. Ja, das macht auch sofort so gut. Das, was du hier tust seit x Jahren, sieben Jahren, das ist halt mehr oder minder eine Kunst, ne? Weil es gibt halt nicht nur eine Fläche, sondern... Es ist ein Handwerk, ne? Wie eure Jobs am Ende auch, du mit deinem Tuning, der darf ja auch viel Know-how, um zu schauen, wie das auch alles abgepasst hinhaut. Du natürlich mit
Grillen, Gewürzen, Academy, du bist so ein 1000 Sachen, ja. Ich brauche hier gar nicht anfangen, das aufzuzählen, also was ich so gehört habe. Ja, aber bekleben. Sehr, sehr spannend. Nehme ich euch gerne mal mit in mein Handwerk, ja. Und würde sagen, ich lege erstmal mit dem Design los, wir gucken, jo, wie wir da zusammenkommen. Dann sehen wir uns quasi zur Übergabe und dann, also zur Abgabe und dann zur Übergabe. Ich freue mich. Perfekt. Cool. Sehr schön, alles klar. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie Andi sein neues Gefährt quasi gefunden hat. Das steht jetzt hier, aber wie ihr seht, ist ja die Motorhaube noch weiß. Das ist jetzt designtechnisch nicht ganz so der Hit, deswegen muss ja noch weitergemacht werden. Aber wir haben ja quasi die Maike drum gebeten, dass wir zusammen mit unseren zwei linken Händen und alles breitgekloppte Daumen, ja, dass wir auch mal wir schaffen das. Gucken, was die Maike den ganzen Tag macht. Und deswegen wird sie uns jetzt sagen, was wir machen sollen und unsere Hände werden danach arbeiten. Ja? Wir schaffen das. Und wir machen das letzte Stück jetzt einfach zusammen. Also wenn jetzt nicht viele Fische und Pfeifer haben, dann wäre es schon. Dann wird's auch. Ja. Kann eigentlich nicht werden. Ja. Also bin ich recht zuversichtlich. Also eine gelbe Haube, ich denke, das wird ein Knaller. Ja, ne, ich denke mal, die Farbe, das wird nicht das Problem werden. Das hatte eigentlich das war eigentlich schon gut, weil Postgelb. Cherry Blossom nennt sich das. Das habe ich von Anfang an gesagt, ja. Das passt hier auch so gut zu den Blitzen unten, weil die gehen ja auch so ein bisschen vom Rötlichen ins Weiße und haben ja auch so leicht Cherry Blossom Akzent und deswegen wird dann auch die Motorhaube pink. Cherry Blossom Akzent, sagst du? An die ist so deine Farbe, ja, oder? Ja, ne, es ist so, passt halt zum Lippenstift. Ja, zu Fingernägeln. Wobei Fingernägel? Oh? Hä? Ich habe drauf geachtet. So, pass auf, wir wechseln jetzt auf diverse Kameras, die hier überall in dem Rahmen versteckt sind. Und dann machen wir noch dem Andi eine Kamera an den Kopf. Ja. Ja. Weil wir wollen ja wissen, was seine Hände machen, dass wir am Ende sagen können, wer schuld ist. Lord Helmchen. Wir fangen mal an. Eine Klebeabrisskante kriegen, sondern wirklich nur gucken, dass sich hier diese Falten ausfüllen. Inhalten, genau. Geht einfach weg, ich sehe es von hier schlecht. Ich sehe gar nicht von hier. Jetzt geht es langsam weg. Okay, genau. Hier hinten noch, ne? Ja. Ziehe ich quasi mit Christian schon mal so leicht nach oben, nicht doll, aber nur leicht. Und jetzt kannst du mit deinem Hirsch das ab und kannst mit deinem Raken wieder nach oben streichen. Versuch zu streichen, genau, perfekt. Und bevor die erste Bahn. Ach, Andi. Ich bin durch, auf der Felge. Christian, willst du die zweite Bahn machen? Unbedingt. Und jetzt ist auch halt vollkommen klar, wo letzten Endes, weil immer viele sagen, ja, gibt es ja noch Folierer in der Gegend, die eine Folierung, eine Vollfolierung zu einem vernünftigen Preis machen und ich will nur 2000 Euro zahlen. Jetzt guckt euch mal an, was wir nur alleine für die Motorhaube brauchen. Jetzt überlegt euch mal ein ganzes Auto dazu, was da für Arbeitszeiten weggeht. Ja? Also man braucht halt nicht kommen mit einer Folierung für 2000 Euro, weil dann hat das irgendwo den Haken. Das ist entweder die Folie kacke, weiß ja. Genau, das ist halt schwarz gemacht. Ich meine, es gibt auch gute Folierer, die machen das halt schwarz nebenbei. Ja. Das ist natürlich, wenn da der Start nicht zu lang ist, ist halt für die gut, ne? Aber fürs Gewerbe halt schwierig. Du meinst jetzt schwarze Folie, wir reden von schwarzer Folie. Ja, ja, alles klar. Nee, mach das halt nebenbei, ne? Das geht auch. Es können auch Leute sein, die das wirklich gut können, aber in der Regel sind es halt eher nicht die Leute, die es gut können, weil die machen sich dann halt selbstständig mit sowas, muss man halt auch einfach sagen. Mhm. Ja. Dann kann entweder auch die Folie blöd sein und oder, wenn natürlich mal eine Reklamation passiert, stehst du da, ne? Ja, dann macht's. Dann war das zwar Mr. Hinter Hofgarage und irgendwie jagt der Stand vom Hof, wenn du doch mal kommst. Ja. Das ist irgendwas, gibt's, ne? Kein zweites Gespräch dann. Das ist es halt, ne? Und was halt viele nicht im Kopf haben, woher der Preis vor allen Dingen wird und wie viel abbauen an den Fahrzeugen, brauchen wir
sich ja nur mal überlegen, also bei deinem Tesla habe ich fast alles dran gelassen, aber überleg mal zum Beispiel Audi, Frontschürze, Heckschürze abnehmen, Rückleuchten, Infokleidung, Türgriffe, Spiegel, was bezahlst du in deiner Werkstatt? Da bist du locker schon bei 1.500 Euro. Definitiv. Das rechnen wir ja schon gar nicht. Das müssen wir aber trotzdem abbauen. Das ist so, das haben die Leute. Ja, das musst du im Preis damit kalkulieren, das ist klar. Absolut. Das ist natürlich mitverkalkuliert, aber nicht zu den Werkstattpreisen, die man da bezahlen würde. Und das muss man so ein bisschen im Kopf einfach haben, dass das natürlich in der Werkstatt einen echt viel Kohle kosten würde. Ich sage gerne, mach das, wenn der Kunde, der das für 1.000 Euro anbietet, macht das. Gib alles, genau. Na, das ist, ich bin da überhaupt die Letzte, die sagt, mach's nicht. Das ist halt einfach, das Preisgefühl von Menschen ist unterschiedlich. Und ja, jemand, der dann halt lieber 1.000 Euro für eine Führung ausgibt, ist halt einfach nicht mein Kunde. Ja, du hast dann eben aber auch eben für 1.000 Euro das Resultat. In der Regel das ist in den wenigen 5%, wo es dann vielleicht trotzdem klappt, ne? Aber 95% geht es dann halt einfach nur los. Ja. Natürlich braucht man da, aber das ist leider, ja, ist leider auch eine typisch deutsche Einstellung. Das kann man leider nicht anders sagen. Das ist viel haben wollen für wenig geben. Das ist immer sehr schwierig. So. Wie war das? Nehmen und genommen. Wir hatten noch. Hast du da etwa gerade auf die Kamera gesabbert? War direkt drauf. Ich frage die Kante nochmal nach, dass ich gleich mein Messer unter die Kante positionieren kann und quasi, wenn er drinnen sitzt im Fahrerhaus, auf dem Fahrersitz, dass er quasi nicht diese Kante noch weiß. Okay. Wir müssen natürlich oben auch ein bisschen umlegen, aber wir haben gesehen, wenn die Motorhaube aufgeht, dann lässt sich das dort hinten nicht mehr richtig schneiden. Deswegen einmal Kante reinarbeiten und dann schneide ich euch das hier gleich einmal. Und dann könnt ihr das in der Wir sehen, die Ecke ist hier. Und wenn ich natürlich jetzt hier umlege, habe ich hier super viel Material. Das heißt, ich gucke mir an, wo ist die Ecke, mache hier ein bisschen warm an der Stelle. Ziehe mir das ein bisschen und lege das direkt um. Das heißt, wenn ich jetzt warm mache, zieht die sich direkt schon so ran und ist eigentlich schon perfekt geformt. Ja. Perfekt geformt, so wie Andi. Ja. Hier drauf und dann mit Druck. Jetzt hier drauf aufs Band. Ja, und hier, genau, richtig nicht aufs Band. Aufs Band. Genau, und jetzt mit Druck. Sehr gut, langsam. Wo ist das denn jetzt? Hier. Und schön eher so ziehen, weil jetzt, dann häuft es sich nicht so an. Genau, und jetzt einfach rumziehen. Richtig. Oh, du machst das toll. Sehr magisch aus. Auch deine Hände, Andi. Ja. Du eigentlich kannst Hat Nivea schon mal bei dir angerufen? Genau, jetzt müssen wir das beides rausziehen. Das ist ja jetzt auch zweigeteiltes Band. Ne? Muss man quasi beide Elemente dort noch unter der Folie noch rausziehen. Kannst du gerne mal machen. Das klingt gut, ne? Okay. Von Tecle. Die haben sehr geile Farben. Da habe ich eine Dachfolierung gemacht und dann habe ich von der Seite quasi die Bögen umfoliert hier. Ja, die Arme. Und dann liegt natürlich hier auch ein bisschen Überstand drauf, der ja nicht mal festgeragelt ist. Aber trotzdem musst du den ja irgendwann abziehen und dann ist mir die Dachfolierung wieder kaputt gegangen, weil die Fäden dann geklebt. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir den Motorhaube drauf machen können. Genau, jetzt nehmen wir erstmal die Ränder und lösen das jetzt so ein bisschen an, weil das klebt für den Motorhaube nicht auf. Ich bin offiziell getribbelt schichtet. You've officially been pimped. Get out of here, man. Jetzt habt ihr gesehen, wie der Andi und ich und die Maike zusammen dieses schöne Kraftfahrzeug nochmal entfoliert haben. Entfoliert klingt komisch, ne, die Haube foliert haben. Da steht das Auto. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal in einem wunderbaren Carporn an. Vielen Dank fürs Zugucken. Kanal liken, Maike Maurer haben wir einmal, Trippelschicht haben wir einmal, Kanal liken, Weberstore und Barbecue Andy's Smokehouse. Andy's Barbecue. Andy's Barbecue, genau. Also wenn ihr übelst Hunger auf Burger habt, oh, ihr kennt's ja. Da bin ich euer Mann. Genau. Vielen Dank, Kanal liken, Glocke, teilen und ein bisschen Liebe da lassen bei den Zweien und natürlich bei uns. Bis zum nächsten Mal, ciao.